Ja, guten Abend. Ich möchte euch einige Überlegungen vorstellen zu der Frage, warum, wenn es um Israel geht und um die sogenannte legitime Israel-Kritik, immer eigentlich das gleiche staatsfetischistische Gerede gesagt wird, etwa, und ich habe es gelesen, sogar gekauft, legal erworben, Evelyn Hecht-Galinsky, das 11. Gebot, Israel darf alles, heißt dieses Buch. Gut, man kann anmerken, das 8. Gebot ist dir unbekannt. Das 8. Gebot lautet, du sollst kein falsches Zeugnis legen. Aber das ist dann auch ganz egal, denn hier wird der ganze Sermon der vor allen Dingen staatstragenden Propaganda durch und durch entwickelt. Israel zeugt von der Perversion des jüdischen Staates. Es ist ein Unrechtsstaat. Es ist ein illegaler Staat. Und überhaupt war die Staatsgründung ein großes Unrecht. Also offenkundig herrscht bei Evelyn Hecht-Galinsky die Vorstellung, wenn ein Staat gegründet wird, treffen sich alle wie in einem deutschen Verein auf gleicher horizontaler Ebene und beschließen, über sich ein Gewaltmonopol zu errichten. Und sie stellen sich offenkundig eine Staatsgründung so vor, als rein technisches Gewerbe, so wie eben jemand da sein muss, der die Straßenverkehrsordnung, das eben gerade in Deutschland rechts vor links gilt, immer zu garantieren hat. Also der Staat ist also, wenn er nur wirklich ein guter, ordentlicher Staat ist, auf Recht gegründet und keineswegs igittigit auf Gewalt. Und so ist es eben bei Evelyn Hecht-Galinsky, dass sie das 8. Gebot, du sollst nicht lügen und falsches Zeugnis lesen, gerade bei Israel einfach in die Tonne wirft. Und das kann sie umso mehr, als sie eben, und das ist ja in Freiburg ein lokalpolitisches Phänomen von großer Bedeutung, dass Freiburg eben eine Metropole der Esoterik ist, des Spiritualismus ist, sodass es hier nichts gibt, was es nicht gibt. Und die wichtigste Information in Hecht-Galinskys Buch ist dann auch nicht das, was sie über Israel sagt, sondern dass sie eine Waldorfschülerin ist. Und als Waldorfschülerin, die lange Jahre, wie sie schreibt, im Modedesign tätig war, heute im Ideologiedesign reüssiert, ist sie als Waldorfschülerin eben voll dabei. Sie hat vor 10 Jahren schon einmal in der Taz ein Interview gegeben. Ihr sei in der Waldorfschule nie irgendeine Form von Antisemitismus begegnet. Was daran liegen mag, dass man das eben dort einfach so inhaliert, wie andere an ihrer Elektrozigarette ziehen, schmerzfrei eben. Steiner selbst hat gesagt, ich halte die Antisemiten für ungefährliche Leute. Die Besten unter ihnen sind wie die Kinder. Sie wollen etwas haben, dem sie die Schuld zuschreiben können an einem Übel, an dem sie leiden. Viel schlimmer als die Antisemiten sind die herzlosen Führer der Juden, die Herren Herzl und Co. Sie machen aus einer unangenehmen Kinderei eine welthistorische Strömung. So Rudolf Steiner, Originalton 1917. Also die Frage ist nun der Antizionismus einfach nur eine Form von Esoterik, von Spiritualismus, von Geisterseherei? Gerade in Freiburg liegt dieser Gedanke allerdings sehr nahe, denn eine flüchtige Recherche im Internet führt darauf zum Beispiel, dass man in Freiburg für 1190 Euro eine Wochenendseminar buchen kann mit dem Titel Erschaffe deine eigene Realität. Oder auch der Lovecraft-Workshop Aktiviere deine Zirbeldrüse, das dritte Auge. Von den Astralreisen ganz zu schweigen. Dann gibt es noch, auch für 700 Euro, Reinkarnationsseminare in Freiburg. Vor allen Dingen zum Thema Karma-Auflösung. Problematiken im jetzigen und im früheren Leben finden und auflösen. Wahrscheinlich kommen die unangenehmen Schwankungen im Astralleib von Evelyn Hecht-Galinsky daraus. Aber es kann auch sein, dass sie einfach zu viel in Freiburg Soziologie studiert hat. Wir wissen ja aus leidvoller Erfahrung, dass die Freiburger Soziologie in die Hände von Postmodernen geraten sind, die die Kritik der Soziologie durch die Soziologie der Kritik ersetzt haben. Und so wundert es nicht, dass einer der Privatdozenten an diesem schönen Seminar, ein gewisser Herr Schetsche, sich folgende Gedanken macht. Der ist also Privatdozent am Seminar für Soziologie. Und wo das möglich ist, ist auch wirklich alles möglich. Er fragt sich, wie fremdartig dürfen Götter und Geister, Engel und Dämonen, außerirdische und künstliche Intelligenzen sein, damit wir noch mit ihnen kommunizieren können. All dieses wird im Institut für Parapsychologie
in der Wilhelmstraße 3a gelehrt, also unweit eben von der Buchhandlung Jos Fritz, in deren Café sich der Astralleib von Hecht Galinski bewegen darf. Kein Wunder, dass also der Gründer dieses Instituts für Parapsychologie, ein gewisser Hans Bender, bis zum November 1944 an der Reichsuniversität Straßburg gelehrt hat. Aber nun ja, wie fremdartig dürfen Götter und Geister sein, damit wir noch mit ihnen kommunizieren können? Es gibt noch viel einfachere Fragen, etwa die Frage, was ist eigentlich das Geld? Eine große Frage, die in das Zentrum führt des gesellschaftlichen Realokkultismus. Aber auch hier ist die Antwort einfach. Gehen wir in die Merzhausener Straße 77 in die Bank für Leihen und Schenken, auch eine anthroposophische Gründung, und erfahren dort, Geld ist für den Menschen da. Tja, das hätten wir nicht gedacht. Geld ist für die Menschen da und so muss es auch sein und bleiben. Und neuerdings darf auch die Bank für Leihen und Schenken in der Hauszeitschrift des Linken Georg Fülbert große Anzeigen schalten mit dem Titel Geld kommt drauf an, was man draus macht. Ja, Geld ist also offenkundig kein Gegenstand einer intensiven erkenntnistheoretischen oder erkenntniskritischen Bemühungen, dessen vorläufige Ergebnisse in den drei Bänden von Karl Marx das Kapital vorliegen, sondern das Geld ist eine psychische Tatsache. Es kommt darauf an, was man draus macht. Und dieser ganze Psychoschmus führt dazu, dass es in Freiburg eben nichts gibt, was es nicht gibt. Und dann ist eben auch klar, dass die Waldorfschülerin Hecht Galinski tatsächlich noch eine große Frage hat. Warum stellt man nicht endlich die fundamentalen Fragen? Warum hat Israel bis heute keine festen Grenzen und bis heute keine Verfassung? Ja, keine Verfassung. Großbritannien hat auch keine Verfassung. Ist Großbritannien ein rechtloser Staat, ein illegaler Staat? Müssen wir erstmal zur legitimen Großbritannien-Kritik schreiten? Weiß ich nämlich, so Hecht Galinski weiter, ein jüdischer wie auch gleichzeitig demokratischer Staat im Wege stehen. Merke, Staat, wenn er wirklich seinem eigenen Begriff gerecht werden will, ist eine zutiefst demokratische Veranstaltung. Als demokratischer Staat ist nämlich Israel all seinen Bürgern gleichermaßen verpflichtet. Und jetzt kommt die große Frage an uns Deutsche. Ist es nicht unsere Pflicht, als deutsche Staatsbürger mit unserem weltweit anerkannten und richtungsweisenden Grundgesetz auf dieses Unrecht hinzuweisen, anstatt es zu tolerieren? Also wir haben ein weltweit anerkanntes und richtungsweisendes Grundgesetz, weil die Deutschen einen wirklichen demokratischen Staat haben und der Staat hier, abgesehen von dem bisschen Gewaltmonopol, nichts anderes sein soll als eine mildtätige, humanistische Einrichtung zur Regelung des Straßenverkehrs. Jetzt habe ich lange gesucht, ob die Liste der Sekten und der esoterischen Spielarten wirklich hier vollständig ist. Ich habe aber gemerkt, eines fehlt noch in Freiburg, damit der esoterische Supermarkt auch wirklich vollständig sortiert ist. Es fehlt eine Gruppe namens Kommunistische Initiative, die in Berlin den Thälmann Verlag betreibt und die ein wunderbares Flugblatt herausgegeben hat, eine Front gegen Imperialismus, Zionismus und Krieg. Auf dem Bild hier greift eine Geierhand in den arabischen Raum, wird aber von der starken Hand des Proletariats abgewehrt. Und man sieht dann auf der Manschette dieser Geierhand, die nach Palästina greift, verschiedene Nationalflaggen, ganz obendrauf die israelische. Und es ist auch kein Wunder, weil diese Leute ganz genau wissen, ich zitiere aus dem Flugblatt, und das gibt es eben in Freiburg noch nicht. Vielleicht mögen ja einige Anthroposophen dazu die Initiative ergreifen. Hier heißt es ganz glasklar, kein Mitleid, kein Bedauern, keinerlei Rücksicht, insbesondere mit dem zionistischen Regime Israel, dessen Existenz alleine schon eine Kriegsdrohung darstellt. In diesem Brückenkopf des US-Imperialismus konzentrieren sich zunehmend die reaktionärsten, chauvinistischsten, rassistischsten und profaschistischsten, hier heißt es nur profaschistische und nicht, wie es heißen müsste, profaschistischste Kräfte des Imperialismus im Kampf gegen die Völker. Also der Kampf gegen die Völker wird von Israel ausagiert und die Vermutung, die ich nun etwas belegen und entwickeln möchte,
ist nicht nur die alte Vermutung des Freundes von Ernst Bloch, Michael Landmann, die er 1971 bereits äußerte, als er feststellte, dass die Neue Linke ihre Utopie in dem Augenblick verriet, als sie sich gegen Israel wandte, sondern dass eben damals schon feststellbar war, dass die arabischen Staaten, die damals ja noch unter Nasser einem gewissen arabischen Sozialismus frönten, dass diese arabischen Staaten, wie er schrieb, Zitat, paradoxerweise sozialistisch wurden aus Israel-Feindschaft. Erwüchse ihnen daraus politischer Nutzen, würden sie nötigenfalls morgen vom Sozialismus auch zur Anthroposophie schwenken. Das hat also, nun, der Islam kam dazwischen, aber wenn der sich blamiert haben wird, vielleicht ist dann die Anthroposophie immer noch bereit, für entsprechende Sachen zu sorgen. Denn eines ist ganz klar, und das weiß Rudolf Steiner genauso gut wie Evelyn Hecht-Galinsky. Ich zitiere noch einmal Rudolf Steiner, der Staat muss dem Menschen dienen. Woher kommt das, was ich jetzt hier ansatzweise den Staatsfetischismus nennen möchte? Und was für mich als gelernten Materialisten, der die drei Bände Kapital auswendig aufsagen kann, in eine Reihe gehört mit Begriffen wie Warenfetisch, Geldfetisch und Kapitalfetisch. Woher also dieses ganz unentfremdete, zutrauliche Reden vom demokratischen Staat, der nichts anderes sein soll als eine Gründung des Rechts? Und ich möchte dazu jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thesen vortragen. Ich bitte darum, mich jederzeit zu unterbrechen, falls ich in der Hitze des Gefechtes irgendwelche logisch unmöglichen Argumentationsschritte tue. Aber im Zentrum steht immer das, dass der Staat des Kapitals, wie ich es mit Johannes Agnoli nennen möchte, dass der Staat des Kapitals den Mitgliedern dieser bürgerlich-demokratischen Gesellschaft erscheint als nichts anderes, denn als Apparat zur Durchsetzung ihrer legitimen egoistischen Interessen als Warenbesitzer. Man ist eben hierzulande Subjekt und man tut so, als sei der Vertrag die zentrale juristische Instanz der Vergesellschaftung, als bedürfte dieser Vertrag, der zwischen zwei Gleichberechtigten, die in Horizontalität sich befinden, einfach nur einer technisch übergeordneten dritten Instanz, der die Verträge auch gegen die Vertragsschließenden sichert. Also sei der Staat nichts anderes als ein Apparat. Man vergisst dabei aber nur, dass der Staat des Kapitals diese Subjektivierungsleistung am Individuum als Verdoppelung dessen erbringt, dass von Kapitals wegen die Individuen als Arbeitskraftbehälter konstituiert sind. Und sowas ergibt sich ein vollendetes Paradox, das aber allen Mitgliedern der warenproduzierenden Gesellschaften gar kein Geheimnis zu sein scheint. Wie kann es sein, so die grundlegende Frage, dass eine Gesellschaft, die auf dem Privateigentum basiert, also auf dem systematischen Ausschluss aller durch alle, dass diese Gesellschaft, in dem jeder jeden ausschließt, der nicht sich mit Geld, mit den Dingen vermitteln kann, dass diese Gesellschaft des allgemeinen Ausschusses zugleich erscheint als Gesellschaft des totalen Einschlusses aller durch alle. Das ist das, was ich das Paradox nennen möchte, der kapitalistischen Gesellschaft. Und alles Denken, das nun versucht, hier rein verständig auf einen Grund zu kommen, wird sich in nichts anderem bewegen als in der Rationalisierung, also im sekundären Verständlichmachen dieses grundlegenden und zentralen Paradoxes der Vergesellschaftung selbst. Also man muss nicht erst warten, bis Anthroposophen auftreten, oder die Leute von der kommunistischen Initiative, die gerade zitiert wurden, sondern diese Gesellschaft ist nach Maßgaben eines realen Okkultismus vergesellschaftet. Keiner weiß, was das Geld ist und es kann auch niemand wissen. Alles, was gewusst werden kann mit den Mitteln des Verstandes, ist, dass Geld entweder, so sagen die einen, ein reines Zeichen ist, ein Kredit, der auf gegenseitigem Vertrauen basiert, während die anderen ganz im Gegenteil sagen, nein, das Geld beruht auf dem Gold, auf einem objektiv naturalen Wert. Und man kann die These aufstellen, Marx hat sie untersucht, dass die gesamte volkswirtschaftliche Wissenschaft nichts anderes ist als das Schwanken zwischen diesen beiden, sich zwar diametral ausschließenden Standpunkten, sich aber unbedingt gegenseitig erfordernden Standpunkten. Und das, gerade die Krise, jetzt zeigt es ja,
dass zwischen diesen Standpunkten willkürlich hin und her gesprungen werden kann. Genauso zwischen den einander ebenfalls antinomisch ausschließenden, aber sich doch erforderten Standpunkten bezüglich des Staates. Einerseits erscheint der Staat als Rechtsstaat, andererseits erscheint er als bloßer Gewaltstaat. Wie kann das sein? Und daraus erwächst nun, dass diejenigen, die den Rechtsstaat systematisieren wollen, das Gewaltmoment der Staatlichkeit systematisch abspalten müssen. Also dieses Gewaltmoment der Staatlichkeit gewissermaßen aus sich heraussetzen und einem Gegner, einem Feind, in einen Gegner, einen Feind hineinprojizieren. Wie das geht, konnte man historisch schon sehen an den berühmten Protokollen der Weisen von Zion, also diesem antisemitischen Machwerk, das 1919 zum ersten Mal im späteren NSDAP-Parteiverlag ins Deutsche gebracht worden ist, dass hier die politische Ökonomie der Protokolle der Weisen von Zion einerseits auf der systematischen Spaltung am Kapitalbegriff basiert, also in der Spaltung zwischen produktiven, schaffenden und spekulativ raffenden Kapital. Das brauche ich wahrscheinlich hier heute Abend nicht in extenso ausführen, dass aber diese Spaltung zwischen produktiven, schaffenden und spekulativen, raffenden Kapital automatisch und auf dem Fuße die Spaltung am Staat nach sich zieht, nämlich zwischen dem, was Galinsky den Staat des Grundgesetzes nennt, der auf nichts als auf Recht basiert, und dem Staat, der auf nichts als purer Gewalt basiert. Das ist in diesen historischen Protokollen der Weisen von Zion. Und was die Anthroposophin hier macht, ist nichts als ein später Nachhall dieser Protokolle, als der Gegensatz zwischen den Staatsphilosophen Machiavelli einerseits, also Machiavelli, der sagte, der Fürst muss sich als ein Schaf geben, damit er als Löwe auftreten kann. Machiavellismus ist ja moralisch zutiefst verwerflich. Einerseits. Und andererseits dem Rechtsstaatsphilosophen Charles Secondat de Montesquieu, der gemeinhin als der Urheber der modernen Rechtsstaatlichkeit gilt. Die Protokolle der Weisen von Zion sind politökonomisch betrachtet genau ein Dokument dieser am Staat vollzogenen Spaltung. Und diese am Staat vollzogene Spaltung, das ist, denke ich, der Kern dessen, warum der Antizionismus, der immer auf staatlich-politischen Erwägungen beruht, ganz legitimerweise ein Antisemitismus in seiner politischen Gestalt genannt werden kann. Es kann also nicht sein, einerseits Antisemitismus furchtbar zu finden und andererseits Antizionismus diskutabel zu finden, sondern der Antizionismus ist die politische Darstellungsform eben des Antisemitismus, wie er in den Spaltungen der ökonomischen Verhältnisse zwangsläufig agiert. Alexander Stein, ein jüdischer Sozialdemokrat, der 1933 emigrieren musste, hat im Prager Exil genau diese Seite an den Protokollen der Weisen von Zion untersucht. Und ich kann dieses Buch, natürlich im Saira Verlag erschienen im letzten Jahr, nur empfehlen. Adolf Hitler, Schüler der Weisen von Zion, wo er ein Zitat aus Hitlers Mein Kampf bringt, das ich einmal vorlesen möchte. Zitat Hitler. Denn indem der Zionismus der anderen Welt weiszumachen versucht, dass die völkische Selbstbestimmung der Juden in der Schaffung eines palästinensischen Staates seine Befriedigung fände, betölpeln die Juden abermals die dummen Goyims auf das Gerissenste. Sie denken gar nicht daran, in Palästina einen jüdischen Staat aufzubauen, um ihn etwa zu bewohnen, sondern sie wünschen nur eine mit eigenen Hoheitsrechten ausgestattete, dem Zugriff anderer Staaten entzogene Organisationszentrale ihrer internationalen Weltbegaunerei, einen Zufluchtsort überführter Lumpen und eine Hochschule werdender Gauner. Das ist genau das, dass Israel und diesen Staatsfetischisten die Unstaatlichkeit schlechthin illustrieren muss. Also wie Hecht Galinsky schreibt, den Unrechtsstaat schlechthin und den Illegalen schlechthin, der als illegaler Staat natürlich das gerade Gegenteil ist von allem, was den Deutschen an Staatlichkeit möglich ist. Wenn man jetzt diese Spaltungsmechanismen genauer untersucht, dann kommt man darauf, dass die konkrete terminologische Ausgestaltung,
ob nun mit den Mitteln dieser kommunistischen Initiative, mit den Mitteln der Anthroposophie oder mit anderen Mitteln vollkommen sekundär ist. Hier sind die Worte wirklich Schall und Rauch. Es geht nur darum, diese Idiotie, der Staat sei dort, wo er seinem Ideal gerecht wird, Staat des ganzen Volkes, diese Idiotie auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, also nicht vom Staat des Kapitals zu sprechen, nicht davon zu sprechen, wie die Akkumulation des Kapitals die Individuen als Arbeitskraftbehälter unter die juristische Form des Subjekts zwingt und einen Souverän erfordert, der eben dieses auch gegen die Individuen garantiert. Davon ist nicht die Rede. Es muss davon die Rede sein, wie der Staat dem, was er an sich sein soll, Staat des ganzen Volkes, auch wirklich gerecht werden kann. Und diese Ideologisierung des Staatsbegriffes, dieser Staatsfetischismus, führt eben zu der historisch immer schon an Israel vollzogenen Abspaltung, dass Israel all das zu versinnbildlichen hat, was am Staat Gewalt ist, Machiavellismus ist, Unmoral ist und so weiter. Dafür muss Israel, der Staat Israel, auftreten. Insofern ist dieses Spiel mit dem Gegensatz zwischen Antisemitismus und Antizionismus, das in vielfältigster Form getrieben wird, genau die Form, in der die Ideologie vom Staat recycelt wird. Man muss sich, ganz nebenbei gesagt, von der Vorstellung freimachen, Ideologie sei im Sinne eines objektiv notwendigen falschen Bewusstseins die Widerspiegelung einer dogmatischen Setzung. Nein, Ideologie ist die reinste Oszillation in dem, was ich eingangs die Antinomie nannte. Das Hin und Her in der Talkshow, wo der eine eben sagt, Geld ist Vertrauen, Kredit, Moral und Psychologie. Und der andere sagt, nein, Geld ist auf Gold begründet, also auf objektiv wertvollem Naturstoff. Diese beiden falschen Auffassungen, die aber von dem Wesen des Geldes als dem Unwesen der Gesellschaft selber aus sich herausgesetzt werden, diese Antinomie kommt in der Gestalt des Denkens über den Staat wieder. Und ich finde, und das könnte ich jetzt noch länger die Breite ausführen, vielleicht eine Diskussion, es ist ja interessant, dass sich keiner von denjenigen, die darauf herumreiten, der Antizionismus sei kein Antisemitismus, sich jemals intensiv beschäftigt hätten mit den historischen Quellen, in denen Nazis sich über die Staatlichkeit und über den Staatsgründungsversuch der Juden in Palästina äußern. Es ist ja interessant, und das kümmert die Anthroposophie überhaupt nicht, genauso wenig wie diejenigen, die hier ihre bekannten esoterischen Riten betreiben, kümmert sie nicht, dass die erste überlieferte Rede von Adolf Hitler, gehalten im August 1920 im Bürgerbräukeller in München, dass diese Rede, die in der Überlieferung 20 Seiten hat, zur Hälfte dieser 20 Seiten das klassische antisemitische Thema ökonomisch entwickelt. Also Spaltung des Kapitalbegriffs in raffend und schaffend. Dass aber die andere Hälfte eine Begutachtung ist des jüdischen Staatsgründungsversuches in Palästina, wo gesagt wird, ein Volk, das nicht wirklich im Boden wurzelt und das nicht wirklich arbeiten kann, ist auch zur Begründung eines organischen Volksstaates systematisch nicht in der Lage. Also nur eine Staatsattrappe, einen Vatikan ihrer internationalen Betrügerei. Hier in dieser Rede von Hitler haben wir die historische Identität von Antisemitismus und Antizionismus und wir haben zugleich die logische Identität von Antisemitismus und Antizionismus, insofern nämlich der Antizionismus dasselbe Thema nur entwickelt in politischer, staatsphilosophischer Begrifflichkeit. Ich spare mir nun noch die Erhebung des sexualpathologischen Befundes, dass natürlich dieses Schema von Produktiv immer mit Fruchtbarkeit versus Sterilität konnotiert wird, ist also hier das Movens des Ganzen einen stark sexualpathologischen Gehalt hat. Die Vorstellung nun des Staates, des ganzen Volkes, dass der Staat Ausdruck ist der Selbstverwirklichung der Nation, eine Art großes Empowerment, ein Selbstverwirklichungsseminar, diese Vorstellung hat in der deutschen Arbeiterbewegung sehr früh tiefe Wurzeln geschlagen und wuchert bis heute immer weiter so fort.
Ferdinand Lassalle, der eigentliche Begründer der deutschen Sozialdemokratie ist, keineswegs Marx, sprach vom Staat als der großen Produktivgenossenschaft des arbeitenden Volkes. Er als schlechter Hegelianer meinte, der Staat sei an sich, seinem Begriffe nach, der Freiheit verpflichtet. Und je näher die Arbeiter dem Staate kämen, desto näher käme der Staat zu sich selber, eben diese Produktivgenossenschaft zu sein. Und ich könnte nun hier eben eine ganze Reihe von Zitaten bringen, bis hin zu dieser fulminanten Schrift von Kurt Schumacher, der Kampf um den Staatsgedanken in der deutschen Sozialdemokratie, wo dieses abermals bewiesen wird. Das spare ich mir alles. Ich will nur kurz sagen, dass eben die deutsche Arbeiterbewegung, die deutsche Linke, in allen ihren Fraktionen diesen Staatsfetisch ausgiebigst bedient hat, nämlich dergestalt, dass sie in der Ökonomiekritik bestenfalls proudhonistisch geblieben ist, also der Meinung war, Geld ist eigentlich für alle da, allerdings machen die Falschen das Falsche daraus. Ist ja kein Zufall, dass Pierre-Joseph Proudhon als Gründer der Volksbankbewegung der erste war, der in Europa die physische Ausrottung der Juden gefordert hat, 1863. Dass also die Linke in all ihren Fraktionen, und da mache ich zwischen KPD und SPD nicht den geringsten Unterschied, in der Ökonomiekritik proudhonistisch geblieben ist. Man stelle sich nur vor, dass Stalin, der berühmte Politökonom, noch 1947 schreibt, alles käme auf die sozialistische Anwendung des Wertgesetzes an. Nach Marx ist das die Inkarnation jedes nur möglichen sozialen Irrsinns, das Wertgesetz, Ausdruck der gesellschaftlichen Irrationalität schlechthin, soll vom Staat wegen sozialistisch angewandt werden. Nun, Stalin machte nichts anderes, als ein altes Wort des sozialdemokratischen Ahnherrn Karkowski nachzubeten, wonach es ein sozialistisches Geld geben könne. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und die traurigen Reste all dieses können wir dann im Programm der Linkspartei versammelt sehen. Ein Programm, das naturgemäß ideale Brutstätte abgibt für Antizionisten aller Fraktionen und aller Observanz. In diesem Programm wird das, was am deutschen proletarischen Erbe staatsfetisch ist, bis zum Letzten ausgewalzt und bis zum Letzten vertreten. Ich lese nur mal einen Satz vor. Der Kapitalismus hat die Grundlagen der Demokratie als Herrschaft des Volkes untergraben. Der Kapitalismus hat die Grundlagen der Demokratie als Herrschaft des Volkes untergraben. Es herrscht eine globale Oligarchie statt der Herrschaft des Volkes. Also offenkundig ist Demokratie nicht diejenige politische Veranstaltung, wo alle als juristische Subjekte formal egal und gleichwertig sind und deswegen über sich als Garantie der Verträge gegen die Vertraglichen selber ein Gewaltmonopol installieren müssen, sondern irgendwann war Demokratie die Herrschaft des Volkes. Man fragt sich, wann? Ich denke wahrscheinlich nach 1933, als es hieß, der Faschismus ist der Staat des Friedens und der Arbeit. Staat des Friedens und der Arbeit war damals ein Zigarettenbildchen, was jeder, der Zigaretten kaufte, das ist wenigstens ein Fortschritt mittlerweile, in diesem Päckchen beilag. Also irgendwann sind die Grundlagen der Demokratie untergraben worden und diese globale Finanzoligarchie hat die Herrschaft angetreten. Und dann haben wir zu dieser etatistischen Veranstaltung durch auch die Vorstellung, dass es ein gutes Geld geben muss, dass das Geld nicht die dinglich auf der Hand liegende negative Vermittlung ist im Kapitalverhältnis, sondern das Geld, heißt es hier im Programm der Linkspartei, Zitat, demokratische Steuerung der Wirtschaftsentwicklung setzt voraus, die Finanzmärkte zu bändigen und auf ihre eigentlich dienende Funktion für die Realwirtschaft zurückzuführen. Ja, da kann sich jeder Heideggerianer, der von der Eigentlichkeit der Dinge träumt, sich natürlich sehr freuen. Das Geld hat eigentlich eine dienende Funktion. Und es muss auf diese Funktion eigentlich zurückgeführt werden. Diese beiden Zitate machen es, dass die Linkspartei nicht nur parteigewordener Aufklärungsverrat ist,
nicht nur eine organisierte Konterrevolution gegen jeden Materialismus darstellt, sondern sich deswegen auch naturgemäß im Bündnis mit den Hecht-Galinskis und anderen Anthroposophen sehr, sehr wohl fühlen kann. Natürlich hat man bei der Linkspartei immer noch dieses bolschewistische Erbe mit drin und damit eine besondere Unverfrorenheit, ganz unentfremdet vom Volk zu sprechen und von den guten Absichten des Volkswillens. Und es ist kein Zufall, aber darüber hat ja schon mal Olaf Kistenmacher vor einiger Zeit hier einen Vortrag gehalten, dass natürlich der Gedanke der proletarischen Nation, also das, was dem Recht auf nationale Selbstbestimmung zugrunde liegen soll, dass dieser Gedanke eben in den Jahren 1920, 21 gefasst wird, als die Bolschewiki anfangen, ihre Zwei-Klassen-Politik, also Vertreter der Arbeiter zu sein und Vertreter der Bauernarmut zu sein, in einem zusammenfügen. Und das ist dann, führt dann 1920 zu einer Konferenz in Baku, wo Alexander Sinowjew, der Vorsitzende der Komintern, sagt, wo er alle muslimischen Völker zum wörtlich Dschihad gegen das Kapital aufruft. Es ist klar, der Dschihad gegen das Kapital, das ist das, was die Linkspartei auch gerne in Deutschland haben möchte. Deswegen sind sie eben so äußerst innig mit dem Antiimperialismus der iranischen Führung liiert. Aber um dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker in diesem Sinne installieren zu können, also weltweiten Volksstaat, müssen zuerst die Juden aus dem Kreis derer, die berechtigt sind, ein Volk zu bilden, herausdefiniert werden. Und diese Arbeit unternahm 1912 bereits der Genosse Stalin, als er sein Buch schrieb Marxismus und nationale Frage, wo er klipp und klar nachwies, dass die Juden unmöglich ein Volk sind, sondern zum Absterben im Sinne von Assimilation verdammt sind. Also der Ausschluss der Juden aus den zum Staatlichkeit befugten Völkern, das ist das, was dann dem Antizionismus sowjetischer Machart die besondere Note noch gibt. All das also, was im Schluss und Endeffekt dazu führt, dass man heute jede Menge Marxisten und Leninisten hat, etwa bei der Zeitschrift Junge Welt, die Israel mit einer echten Nazi-Parole, die von Hitler hundertfach nachweisbar ist, bedenken, nämlich mit dem Wort, es sei ein Staat aus der Retorte. Ein künstlicher, vom Völkerrecht gezeugter Homunculus, also kein echter, originärer Volksstaat, wie wir Deutschen ihn so unbedingt gerne brauchen und haben, sondern ein künstliches Gebilde. Und das ist zugleich, denke ich, der Grund dafür, dass man, wenn es um Israel geht, gar nicht mehr so richtig weiß, wer eigentlich spricht. Spricht die demokratische Mitte mit Günter Grass? Spricht Holger Apfel von der NPD im Sächsischen Landtag? Spricht gleich die Junge Welt oder die Linkspartei? Alle reden jedenfalls vom Schurkenstaat. Und genau in dieser Sprechweise zeigt sich der Antizionismus als eine Methode der neuen Selbstermächtigung der deutschen Nation zu globalen Ambitionen. Das ist dann kein Wunder, und damit bin ich auch schon fast am Ende, das ist dann kein Wunder, dass die Herrschaften sich beide gegenseitig gerne zitieren, aber so tun, als kennten sie sich nicht. Einer der führenden Nazi-Experten für Israel ist ein gewisser Klaus Nordbruch, der im Tübinger neofaschistischen Grabert Verlag veröffentlicht. Ein anderer ist ein gewisser Elmar Schepers, der ein Buch geschrieben hat, Hitler, Deutsche und Juden. Dieses Buch ist gewidmet den Juden, die guten Willens sind, also Gilad Atzmon und Norman Finkelstein. Das sind die Juden, die guten Willens sind, weil sie eben, wie Gilad Atzmon, der Meinung sind, Zitat Atzmon, der Holocaust ist eine komplette, von Amerikanern und Zionisten initiierte Fälschung. Und der dieses zitiert von Gilad Atzmon, schreibt einen Artikel in der neofaschistischen Schallschrift Hier und Jetzt und folgert, da naturgemäß die jüdischen Zionisten ein Interesse an der Einzigartigkeit deutscher Schuld besitzen, weil dies die Legitimation der Gründung und der Existenz Israels absichert, ist dem deutschen Interesse heute nicht der Jude, sondern der Zionist entgegengesetzt. Das ist genau der Mechanismus, der aus dem Staatsfetischismus folgert und den die Linkspartei zu Programm erhoben hat.
Wobei es natürlich eine besondere Perfidität dieser antisemitischen Agitation ausmacht, dass sie gewissermaßen mit dem wunderbar harmoniert, was man eben als Staatsbürger jeden Tag objektiv zu denken gezwungen ist. Wer will schon, dass die Polizei einen willkürlich auf offener Straße anhält und nicht nach Recht und Gesetz vorgeht? Das ist eine Überlebensbedingung, und diese Überlebensbedingung jedes Einzelnen in dieser komplett falschen Gesellschaft, das wird nun hier mit einer aggressiven Zuspitzung gewissermaßen zur Selbstversicherung gegen Israel gewandt. Eine Sache, die besonders dort unangenehm wird, wenn es sich der Argumente der jüdischen Gegner der zionistischen Nationalbewegung bemüht. Und das ist ja auch eine eigene Industrie geworden, historische Argumente aus dem jüdischen Diskussionszusammenhang vor dem Faschismus auszubeuten gegen die heutige Existenz Israels. Und das möchte ich eben abschließend kurz schildern, eigentlich gar nicht lange schildern, sondern nur mit einer kurzen Begebenheit charakterisieren. 1949, kurz nach der israelischen Staatsgründung, treffen sich in Jerusalem Martin Buber und David Ben-Gurion. Martin Buber, der bekannte Kulturzionist, der Meinung ist, man habe durch die Staatlichkeit den universalistischen Anspruch der jüdischen Moral verraten, und der nun Ben-Gurion auffordert, er müsse irgendetwas tun, damit die Raison d'état nicht alles überwuchert und alles kaputt macht. Und diesem Martin Buber antwortet David Ben-Gurion mit einem kleinen Zwischenruf. Nicht Raison d'état, sondern état de raison, Staat gewordene Vernunft. Und in dem Sinne hat Israel tatsächlich als demokratische Diktatur der jüdischen Gesellschaft, die unmöglich diesen ganzen Prämissen Folge leisten kann von wegen Staat des ganzen Volkes, weil es eine demokratische Diktatur ist, in genau dem Sinne, wie der revolutionäre Wohlfahrtsausschuss der Jakobiner eine Art Despotismus der Freiheit ausgeübt hat, in ihm ausüben muss gegen die Bedrohung und das perfideste und widerlichste an den antizionistischen Agitationen ist eben die objektive Verzweiflung der israelischen Existenz. Die Verzweiflung eines Staates, der ein Leben führt im Wartesaal der hoffentlich doch noch gelingenden Weltrevolution für die Staaten- und klassenlose Gesellschaft, dass der Antizionismus diese objektive Verzweiflung der israelischen Existenz ausbeutet und nichts Besseres zu tun weiß, als all ihre Staatsfetischismen, ihren kompletten Staatlichkeitswahn vom Staat des ganzen Volkes an Israel bis zum geht nicht mehr zu illustrieren. Und insofern leisten die Antizionisten parteiübergreifend, ob rechts, ob links, ob in der Mitte, ihr Werk zur Wiedergutmachung der Nation und zur Etablierung eines Staates, der dann, wenn es dann hier mal krachen sollte, seine Gewalt mit der größten Legitimität durchsetzen kann, nur überhaupt. Insofern ist der Antizionismus nichts anderes als eine Vorbereitung des Ausnahmezustandes, der auf die große Krise des Kapitals unter Umständen folgen wird. Und ich hoffe, mich damit halbwegs verständlich gemacht zu haben, und warte auf eure Diskussionsnachfragen. Danke.